Freitag. Sarah ist mit Martha spazieren und ich habe ein neues Projekt. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gesehen habt. Wir haben über unserem Waschmaschinenraum haben wir noch einen Raum. Das ist das ehemalige Bedienstetenzimmer. So, und ich habe gestern aus dem Keller einen Lattenrost und eine Matratze hochgetragen. Und so wie ich es erwartet habe, es passt genau rein. Das sieht jetzt noch nicht so geil aus. Aber was ich machen will, ist da oben malern, das Fenster putzen, ein bisschen Boden rein, eine Lampe rein, Bett beziehen. Und ich glaube, dann wird das ein cooles Versteck für die Kinder. Wir wollen jetzt noch eine Leiter besorgen, dass sie hier hoch können. So, und ich werde jetzt unten erstmal das Ding lackieren nochmal, weil das sieht nicht mehr schön aus. Mal gucken. Lebt immer rein, Tür auf. Es ist bombastisch gutes Wetter. Immer nach meiner Kleidung. Deswegen haben wir beschlossen, dass wir an einen See fahren. Okay, auf jeden Fall entwickelt sich das zu einem riesen logistischen Problem mittlerweile, weil wir einfach 5 Leute verpacken müssen. Wir haben heute Morgen am Frühstückstisch beschlossen, wir fahren an den See. Wir sind tatsächlich auf dem Weg jetzt dorthin, aber es ist inzwischen 12:30. Das heißt, wir haben von um 10, als wir also gesagt haben, wir wollen jetzt los, bis zum Losfahren 2,5 Stunden gebraucht. Vor Jahren haben wir diesen See entdeckt und verraten jetzt seit Jahren niemandem, wo dieser See ist, weil es ist immer so herrlich leer, wenn man dorthin fährt. Ich hoffe, dass das so bleibt, dass andere Leute das auch so handhaben, dass sie niemandem davon erzählt. Wo muss ich denn lang sagen? Ich weiß es aber nicht. Wir sind früher ungefähr immer eine Stunde dahin gefahren, haben wir eben festgestellt. Und jetzt fahren wir noch 40 Minuten, dadurch, dass wir umgezogen sind. Aber es lohnt sich jedes Mal. Es ist, wir waren auch in Berlin, wir haben auch andere Sachen probiert. Wir haben Teufelsee probiert und wir haben Wannsee. Wir waren überall. Es ist alles nicht auszuhalten im Sommer, weil es so abartig voll ist. Es ist einfach nicht zu ertragen. Und da, wo wir hinfahren, in Miep, ist es total leer. Man muss immer eine ganze Weile durch den Schlosspark laufen. Den Hinweis kann ich, glaube ich, geben. Und dann kommt man an den See und das ist echt immer schön, ja, Teda? Teda, meine Sonnenbrille auf. Mama, rief ich, wo bist du? Ich tastete mich vorwärts. Was war es groß in einem Drachen? Das hätte ich nie gedacht. Ein einziges Labyrinth. Das Buch Dinosaurier im Hohen, das war in unserer Bücherbox mit dem Dinosaurier. Bei Teda, ja? Oder bei Marie? Bei einem von den beiden war das in der Box. Ich glaube, Teda muss es gewesen sein. Ist das gut, Teda? Ja. Wir haben jetzt gerade angefangen und es gab so ein Vorkapitel über die Familie und das ist toll geschrieben. Also auch so, also erstens, man kann es gut lesen und gut verstehen. Und zweitens finde ich es auch aus pädagogischer Sicht, das ist zwar eine ganz standardisierte Familie, obwohl es es ja quasi auch schon nicht gibt. Was ist schon normal. Und es wurden die richtigen Worte gefunden und kleine süße Sätze, um zu sagen, dass es viele verschiedene Modelle gibt. Voll schön, weil der See, der dort unten liegt, der ist Teil von so einem Schlosspark. Und wir müssen jetzt erstmal ungefähr so 4-5 Minuten durch den Schlosspark laufen, bevor wir überhaupt an den See kommen. Ihr macht euch keine Vorstellung. Kennt ihr das, diese völlig überfüllten Seen, wo man nicht sitzen kann und dann raucht der Nachbar oder die Menschen sind einfach nur laut oder was auch immer. Und das war hier immer so geil. So wenig Menschen da, man hat immer viel Platz, sich was auszusuchen. Und jedes Jahr hoffen wir, dass es wieder so ist wie in dem Jahr davor. Das wird jetzt der Test, ob diese Kamera wirklich wasserdicht ist. 1, 2, 3. So, wir sind wieder zu Hause, Parkplatz direkt vor der Tür gefunden. Jetzt noch schnell die Kinder ins Bett und dann planen wir unseren Urlaub. Dieses Jahr
fahren wir das erste Mal seit 4 Jahren in Urlaub. Sarah und ich, wir sind gerade dabei, unseren Urlaub zusammen zu suchen. Wir sind damit ehrlich gesagt jetzt schon den dritten Abend oder den vierten Abend in Folge beschäftigt. Wir wollen nach Ligurien fahren. Und der Plan ist, dass wir uns 3 verschiedene Stationen über Airbnb sichern. Das heißt, Nummer 1, da fangen wir relativ weit im Westen an, dann Genua und dann zum Schluss Richtung Le Spazio. Cinque Terre. Wir haben jetzt eigentlich alle 3 voll, aber wir würden ganz gerne einen Ort noch austauschen, weil wir das Gefühl haben, es ist zu teuer für das, was wir am Ende wirklich geboten bekommen würden. Wir machen das jetzt noch ein bisschen fertig. Und morgen wird, glaube ich, noch mal ein schöner Tag und dann ist endlich das Wochenende vorbei. Morgen gehen wir auf das Kai Lüftner-Konzert zum Rock'n'Roll Radio in die Wuhlheide. Und da freuen wir uns alle ziemlich drauf, alle bis auf Sarah. Ursprünglich wollte Sarah mit, aber heute haben wir beschlossen, dass statt Sarah ich gehe. Hier, genau da fahren wir jetzt hin. Ich freue mich schon. Ihr euch auch? Ja. Ich bin echt gespannt. Es ist bombenwarm. Es ist echt richtig heiß. Also bevor es zu dem großen Konzert geht, gehen wir jetzt noch Mittagessen bei Oma Lila. Eine Sonnenbrille habe ich im Übrigen eingepackt. Was gibt es denn zu essen? Der Klassiker. Fischstäbchen, Kartoffelbrei. So. Wir gehen jetzt los. Wir haben vorhin auf den Messengern auf den Karten gelesen, dass man weder filmen noch fotografieren darf. Und wenn sie einen dabei erwischen, wird man das Platz verwiesen. Können mich mal. Deswegen nehmen wir jetzt die kleine Kamera mit, weil die sieht sowieso keiner. Der ursprüngliche Plan war, dass Sarah mit den Kindern und Oma Lila fährt. Den haben wir jetzt geändert. Jetzt fahre ich mit den Oma Lila und den Kindern. Nicht essen. Nein, nein. Nein, nein. Nimm die raus aus dem Mund. Nein, nein. Nein. Raus aus dem Mund damit. Sehr gut. Ja, essen. Oh, jetzt nehme ich dir wieder weg. Hab's. Yummy. Martha und ich sind hier bei Oma in der Wohnung. Oma Lila. Und die anderen, also Julius und die Kinder und die Oma, sind jetzt beim Konzert von Kai Lüftner. Die haben schon erzählt, dass sie ewig lange anstehen mussten und dass dann das Konzert eine sehr lange Verzögerung hatte. Ich finde das total ärgerlich. Es ist total heiß. Ja, aber die Kinder haben sich doch gefreut. Wir haben viel Geld für bezahlt, also will ich es jetzt auch nicht so schlecht machen. Ich hoffe nur, dass das Konzert dann tatsächlich schön ist. Weil dass wir heute hier so einen 35-Grad-Tag haben, haben wir vorher nicht gewusst, als wir die Karten gekauft haben. Sonst hätten wir garantiert vorgezogen, zum See zu fahren. Ja, wir waren gerade, Matt hat geschlafen und wir waren spazieren in Friedrichshain. Ich habe hier ja mal früher gewohnt und es war schön, wieder alles zu sehen. Schürfst du? Weil ich nicht mit dir rede? Ja! Quatschkopf! Quatschkopf! Du Rübennase! Kindelbühne. Und die Kindelbühne, die ist in Berlin in der Wuhlheide. Die Wuhlheide ist ein großer Park, wo auch das Fez drin ist. Ganz großer Kinder-Familien-Erlebnispark. Eine Bimmelbahn gibt es hier auch, glaube ich, ja? Da. Und wir müssen hier hoch und dann hier hin. Ganz im Ernst, wenn wir da sind, bin ich im Arsch, kann ich mich hinlegen, kann schlafen. Wir müssen diesen unglaublich weiten Weg laufen und es ist so unglaublich, warum ist sie so warm? Sarah hat eben noch angekündigt, dass sie mit Martha ein bisschen spazieren geht und sich dann einen Kaffee in einem Kaffee holt. Ich glaube, das ist auch gar nicht so eine schlechte Idee, einfach ein bisschen rumzusitzen. Also ich würde sagen, wir sind ungefähr eine Viertelstunde gelaufen, aber anscheinend sind wir zumindest jetzt erstmal am Eingang. Noch nicht drin, aber am Eingang. Das muss echt riesig sein, so viele Menschen wie die hier reinlassen, ja? Das ist, sieht man das hinter mir? Ein nicht enden wollender Strom von Menschen. Vor allem sagen sie, sie wollen 15 Uhr anfangen. Es ist jetzt 14.52 Uhr. Da unten stehen noch so viele, dass es gar nicht klappen kann. Da
Peitsch kam eben rum und hat gefragt, ob wir Probleme mit Kindern haben. Haben wir Probleme mit Kindern? Nein, wir haben keine Probleme mit Kindern. Die Kinder haben inzwischen alles, also probieren die Zeit zu überbrücken. Die verschiedenen starten fast 30 Minuten, weil 4000 sind voll drinnen, aber 3000 stehen noch draußen. Jetzt echt gehen, es war einfach zu heiß. Es war wie in einem Hexenkessel, es wurde immer wärmer. Wir haben beide Angst gehabt, dass wir einen Sonnenstich kriegen, die Kinder. Wie hat euch das Konzert gefallen? Gut! Ja? Was war am besten? Richtung. Was war am besten? Eins. Das ist echt wie verhext. Da drin war so eine brüllende Hitze. Und jetzt draußen soll ich okay. Wenn es so gewesen wäre, da drin hätten wir noch eine Weile bleiben können. Komm her, Fahrrad. Treff mich an. Aber da drin war es einfach nicht mehr auszuhalten. Es war einfach viel zu heiß.